Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am 21. Dezember des Morgens der letzten Handelswoche vor Weihnachten. Und wir wollen uns hier den DAX mal anschauen, der ja zäh, aber kontinuierlich auf Kurs bleibt. Wir wollen uns den DAX, wie gesagt, hier genauer anschauen, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja immer noch dieses saisonale Setup haben, was hier die 10.000, ach 10.000 sage ich schon, da sind wir weit weg, die 11.500 Punkte im Visier hat. Und Sie sehen, ja, der Bias sieht gut aus und ich würde fast behaupten, auch heute deutet sich ein Lauf dahingehend an. Die runde Marke von 11.500 Punkten, ja, eine gewisse Art Magnetismus, auf jeden Fall runde Hausnummern an den Märkten immer beliebt und ich würde mich wundern, wenn wir diese knapp 32 Punkte jetzt hier nicht doch noch abarbeiten. Im Stundenchart auch hier die Einschätzung von gestern, der Markt generell in einem schönen Aufwärtsflow, das sogar hier mit einer Aufwärtstrendlinie sozusagen skizzierbar. Und hier sehen Sie auch so ein kleines Manko an der 24-Stunden-Indikation. Deswegen immer Vorsicht auch damit. Ich selbst preise es beim Analysieren jetzt gerade hier beim JFD 24-Stunden-DAX mit ein, aber es ist natürlich so, dass man hier immer ein Stück weit feinjustieren muss und in der Nacht, wenn wenig Action ist sozusagen, sich natürlich hier dann immer auch gerade auf die Indikatoren bezogen, ein Stück weit ja, Lethargie einstellt, die sozusagen neben den Indikatoren auch den Preisverlauf, Schrägstrich, gewisse schräge Trendlinien gerade dann in Frage stellen. Aber grundsätzlich zum gestrigen Bias-Verlauf war gut, Rücksetzer tatsächlich in etwa so wie gedacht, hat sich dann relativ zügig stabilisiert der DAX und dann kam jetzt eben hier die Night Session, die sozusagen auch für eine Beruhigung sorgte und jetzt hier mit dem europäischen Handelsstart gehen wir eben wieder nach oben. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, bleibt eigentlich hier dieses Widerstandslevel, was jetzt die Supportzone ist, definitiv bestehen neben dieser schrägen Trendlinie, die wie gesagt ein Stück weit justiert sein muss, justiert sein soll, ist insbesondere dieses Horizontallevel sehr, sehr interessant und insbesondere auch die heutigen Tagestiefs, wenn es denn Rücksetzer geben sollte, sollte der Markt hier nicht deutlich darunter abfallen. Und wir skizzieren das mal so, dass er praktisch auch vom aktuellen Level meines Erachtens eine gute Chance hat, hier weiter nach oben zu drehen. Wir nehmen jetzt hier die 11,5 als Ziel. Sie sehen anhand der Resistance Points, wäre es auch 11,513 ein mögliches Ziel. DAX also weiter im Flow. Man müsste hier einfach nur das Ganze neu bewerten, wenn es hier unter 11.440 Punkte geht. Dann ist auch insbesondere die 11.425 interessant. Kleine Dips drunter könnte es dann geben, aber ich meine, der DAX bleibt hier in einem guten Fahrwasser, auch wenn, und das will ich Ihnen jetzt hier nicht vorenthalten, auch wenn der Markt in den kommenden Tagen, insbesondere heute und morgen, hier der DAX, eine statistische Schwäche aufweist. Sie sehen, der Mittwoch leicht negativ mit 49% positiver Schlusspreis, aber insbesondere der Donnerstag haut hier ein Stück weit rein mit nur 42% positiver Schlusspreis. Es ist etwas, ja, dürftig. Wird zwar am Freitag mit 59% wieder relativiert, also der Freitag der bullischste Wochentag beim DAX. Man darf mal gespannt sein, wie es ausgeht. Einem guten Wochenausklang steht praktisch nichts im Wege. Dennoch hier die kommenden Tage, also heute und morgen, sozusagen statistisch eher schwach, technisch aber hier weiter im Flow und insbesondere jetzt aktuell über 11.440 Punkten ist die Lage positiv zu bewerten. Auch die US-Indizes haben hier positiven Rückenwind. Saisonaler Natur, das passt aktuell wirklich sehr, sehr gut ins Bild. Der Dezember formidabel gelaufen, was das angeht. Und insofern dürfen wir mal gespannt sein, wie es weitergeht. Wir schauen noch mal kurz auf den Tag. Da bringe ich Ihnen dann auch noch mal kurz den Seasonal Indikator mit ins Spiel, der sich hier extrem bullisch darstellt. Also ohne größere Dips jetzt bis zum Jahresausklang. Also diese Woche sollte weiter positiv verlaufen. Die kommende Woche zum Jahresabschluss dann ebenso. Sieht also alles wirklich ganz rund aus und der DAX eben hier weiter im Flow. Technisch gesehen erst wieder wirklich kritisch, wenn wir hier die 11.150 auf Tagesbasis unterschreiten würden. Das wäre wirklich ein negativer Bias. Sehe ich gegenwärtig aber natürlich nicht so. Und insofern muss man den DAX dann hier eben auch weiter bullisch bewerten. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Hier im großen Bild auf Wochenbasis auch jetzt zumindest, wir haben Mittwoch, die Woche dauert noch ein Stück, aber hier die Tendenz, dass wir die 11,4 auf Wochenschlusspreisbasis überwinden, sollte idealerweise so sein, dass wir hier eine Etablierung, eine Stabilisierung feiern, um dann für das kommende Jahr praktisch weiter Hochs anzusteuern. Ob das natürlich dann hier die große Rallye wird, ob das genauso weitergeht, wie wir das in den Vorjahren gesehen haben, das müssen wir definitiv hinterfragen. Es gibt viele Störfeuer am Horizont. Als ich unlängst mit Jens auch das die Webinar hatte,
um hier sozusagen den Ausblick auf 2017 zu werfen. Wollten wir nicht die Dr. Dooms sein? Keinesfalls waren wir auch nicht. Aber man muss natürlich hier sehen, die Rallye dauert eben hier schon einige Jahre an. Im Prinzip seit der Finanzmarktkrise dann Richtung 7, 8 Jahre. Und das ist natürlich schon eine sehr reife Zeit, muss man ganz klar sagen. In Amerika die Zinsanhebungen, das ist natürlich alles, wo man so ein Stück weit mit Vorsicht ins Jahr 2017 blicken muss. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Volatilität wohl anziehen wird, nach oben wie nach unten. Aktuell, wie gesagt, der Bias Long kann sich aber auch natürlich jederzeit ändern. Wir werden Sie hier auf dem JFD Desktop ohnehin weiter informieren mit Livestreams, Webinaren und natürlich auch Analysen. Dürfen Sie sich dann auch in Kürze schon wieder auf einen neuen Clip freuen, auf einen neuen Seasonal. Attraktivitätssetup. Seien Sie dahingehend also gespannt. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen guten Tagesausklang. Was sage ich? Einen guten Tagesvormittagsausklang sozusagen. Wollen mal sehen, wann der DAX hier nochmal ein Stück weit in die Puschen kommt. Ich verbleibe bis später, wenn Sie mögen. Wünsche Ihnen jetzt erstmal noch eine gute Handelszeit. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.